Liebe Pfadfinder, wisst ihr, was ich in meiner Hand habe? Die Stecknadel. Und wir schauen jetzt mal, ob wir es schaffen, diese Stecknadel zu hören, wenn ich sie fallen lasse, okay? Klirr. Sehr gut. Liebe Pfadfinder, wir treffen uns heute zum letzten Mal auf dieser Stewa hier in diesem Großzelt. Wer ist dafür, dass wir noch länger hier bleiben? Noch eine Woche. Ja, leider kriegen wir das nicht hin. Aber ich verspreche euch, nächstes Jahr, 2020, gibt es wieder eine richtig, richtig gute Stewa. Und etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Etwas, was es noch nie gab. Und zwar, ja, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsst ihr erleben, wenn ihr nächstes Jahr, 2020, wieder zur Stewa kommt. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir werden heute den Abschluss erleben mit unserem Stewa-Theater. Wir werden heute auch ein letztes Mal von Benny ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr gutes Wort zu hören bekommen. Und wir werden auch mal gemeinsam Lieder singen und miteinander feiern. Ich übergebe das Wort an unsere Band. Großen Applaus an unsere Band. Ja, der letzte Abend. Ziemlich blöd. Ich finde es auch ziemlich blöd. Ich muss am Montag gleich wieder in die Arbeit. Ich würde auch lieber noch mal eine Woche dranhängen. Aber wir wollen den heutigen Abend nutzen und mal richtig noch mal an die Zeit denken, die wir hier erlebt haben. Unserem lieben Gott dafür danken und rückblickend einfach schauen, was wir gemeinsam hier für wertvolle Sachen gehört und gemacht haben. Weil wir nämlich Schritt für Schritt gemeinsam nach vorne gehen. Lied Nummer 1. Schritt für Schritt gemeinsam nach vorne, Hand in Hand bei Arbeit und Spiel. Fragen suchen Antwort, ausprobieren und studieren. Wege finden, Brücken bauen, Lieder singen.
gemeinsam nach vorne. Hand in Hand, bearbeitet Spiel, einer für alle und alle mit Jesus. Gehen wir voran bis ans Ziel, gehen wir voran bis ans Ziel. Ey, Wahnsinn. Also es passiert selten, dass ihr lauter seid als ich über das Mikro hier vorne. Ich habe mich nicht gehört. Ich habe euch gehört und das war super genial. Wenn das beim nächsten Lied genauso klappt, schauen wir mal. Das folgende Lied, steht nicht in eurem Liederbuch. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das alle kennt und alle mitsingen werdet. Jetzt. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ihr hört mich nicht. Was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung. Hört ihr die? Jetzt hört man uns. Jetzt kommt was Besonderes. Nämlich ein kleiner Beitrag, gar nicht von uns. Der kommt aus dem Publikum. Und ich bringe einfach mal ein Mikrofon runter. Wer hat ein Funkmikro? Nee, ich glaube, die hat schon ein Mikrofon. Die hat schon eins. Ich bin wieder top informiert. Ja, die hat schon ein Mikro. Wir werden sie nur hören. Wir haben dieses Gedicht, was sie geschrieben hat, vor der Steva bekommen und sie wollte es ganz gerne in diesem Rahmen euch auch zu Gehör führen. Aber ja, sie traute sich nicht so richtig. Deswegen hören wir das Gedicht einfach und wollen danach das Lied Nur der Saum deines Gewandes, Lied 92, singen. Aber zuerst hören wir das Gedicht und dann singen wir gemeinsam das Lied 92. Zu Hause. Ich bin in einer lieben Familie groß geworden. Ich habe gelernt zu lieben und geliebt zu werden. Mein bester Freund ist der Herrscher der Welt und gleichzeitig auch mein lebensrettender Held. Viel zu lange hat meine Suche gedauert. Ich war oft verloren und habe zu viel getrauert. Ich hatte keinen Grund für diese Schwere, aber in mir herrschte oft gähnende Leere. Ich hatte Sehnsucht nach einem Zuhause. Ich wollte mich ausruhen, brauchte eine Pause. Ja, ich habe Familie und Freunde, aber mein Zuhause waren nur Träume. Die Suche ist abgeschlossen, mein Zuhause gefunden.
Hier werden Probleme gelöst. Es heilen die Wunden. Meine Sehnsucht ist gestillt. Hier gehöre ich hin. Es ist wie ein Traum, in dem ich zu Hause bin. Dort, wo man singt und die Gemeinschaft genießt, wo man zusammen lacht und die Bibel liest, wo man am Abend Lagerfeuer schürt, jeder in die Flammen starrt und die Wärme spürt. Dort bin ich zu Hause, im schwarzen Zelt. Jeder ist willkommen, auch ohne Geld. Hier wird Liebe und Gottes Botschaft gelebt. Hier ist Friede, auch wenn es mal Streit gibt. Egal, wer du bist, was du so erlebst, du gehörst dazu, wenn du aufs Lager gehst. Es ist leider viel zu selten im Jahr, wohin es auch geht. Es ist mein Zuhause, ich bin da. Wenn du also die schwarzen Zelte siehst, wo die Farbe der Hemden blau-grünlich ist, bist du in meiner Heimat, unser Zeichen, die Lilie. Wir sind alle eine große Familie. Amen.
Endlich in Antiochia. Die Fahrt. Schön ist die Stadt. Oh, beautiful. Echt toll. Wow. Bisschen orientieren, ne? Ihr seid Juden. Okay. Juden weit hergereist. Ihr seid hier, um den Römern eure Sitte beizubringen. Woher weiß ich? Was ist mit dir los? Und du bist der Grund. Paulus. Begleiten dich auf deiner Missionsreise. Hat sie Paulus gesagt? Silas. Woher die kennt? Lukas aus Troas. Woher? Ja, woher? Timotheus aus Lystra. Wie kann sie das wissen? Schreib du nur alles auf, was ich euch sage. Du bist doch der alles aufschreibt, was passiert, oder? Ja, aber... Jetzt kommt mit! Und ich sag euch, wo eure Reise euch hin wird. Das ist eine Unverschämtheit. Lass uns mal gescheit in Ruhe mit deiner Wahrsagerei hier. Ihr seid Knechte von Gott! Und ihr seid hergekommen, um ihre Sitten zu zeigen! Dann folge dem Höchsten nach. Folge ihm nach. Nein, ich will aber kein Knecht sein! Schweig! Dämon! Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi! Fahre raus aus diesem Körper! Sag mal, was fällt euch denn ein? Das ist doch meine! Mit der kann ich doch jetzt nichts mehr anfangen! Das wird ein Nachspiel haben. Du, Schaf, komm jetzt! Schaf! Was ist passiert? Geht ihr schon mal in die Stadt voraus. Wir kommen später nach. Was ist mit mir passiert? Was ist passiert? Du warst besessen. Ein Dämon hatte von dir Besitz ergriffen. Aber Gott, unser Herr, ist mächtiger als alle Dämonen auf der Welt. Und er hat dich von ihm befreit. Dann möchte ich seine Dienerin sein. Jesus Christus kam, um zu dienen. Glaube an seinen mächtigen Namen und folge ihm nach und schenke ihm dein Herz. Danke. Das sind die Jungs, die uns dazu anstiften wollen, Sitten und Gebräuche zu bringen, die wir nicht führen dürfen als Römer. Nehmt sie mit, dieses Pack! Sascha! Keine Angst, wir sind nicht allein. Ich habe keine Angst. Ich weiß, wir sind nicht alleine. Gott, unser Herr, ist hier bei uns und wird uns seine Kraft geben. Ja, macht euch nur Mut. Aber keine Sorge, aus diesem Gefängnis kommt keiner so schnell wieder raus. Was ist denn jetzt los? Wie konnte das passieren? Oh, ich hätte nicht einschlafen dürfen. Die werden mich umbringen. Ich will nicht gerichtet werden. Nicht so. Lieber mache ich meinem Leben selbst ein Ende. Tu was. Nein! Tu das nicht. Tu dir nichts an. Wir sind noch hier. Was? Ja. Kann das sein? Aber ja doch. Euer Gott, der Allmächtige, muss das gewesen sein. Ja, er war es.
kommt mit. Ihr sollt hier drin nicht sterben. Nun geht, doch sagt mir erst noch, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Es ist ganz einfach. Glaube an unseren Herrn, den Jesus, und du wirst von ihm geheiligt werden. Wir müssen gehen. Paulus, Silas, ihr seid frei. Das ist ja Gewalt. Mensch! Ja. Wie kam das denn? Wie kam das denn erzählt? Das ist eine längere Geschichte, aber wir haben ja jetzt eigentlich genug Zeit auf der Reise. Wir können es dir erzählen. Ja, erzähl. Schreib mit. Schreib alles mit, was wir dir erzählen. Mach mal. Ja. Komm, auf der Reise. Also. Oh Mann, ich sag's dir. Wir sind festgehangen überall. Wie schön, dass ihr zurück seid. Komm, setzt euch zu uns. Hallo. Danke. Erzählt, wie es euch so ergangen ist. Was habt ihr so erlebt? Wir durften sehen, dass Gott viele Wunder tut. Viele haben sich bekehrt. Wie schön, das zeigt, dass Gott der Herr mit seinem Segen eure Wirken begleitet hat. Ja, und seht, wir haben auch ganz viele freiwillige Gaben von den Menschen mitgebracht, deren Herz der Herr zu sich gezogen hat. Seht, ist das nicht wunderbar? Der Herr ist mächtig und gut. Seine Gnade ist unermesslich groß. Ja. Ihr seht, Brüder, wie viele tausende Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Und sie sind alle Eiferer für das Gesetz. Und ihnen ist berichtet worden, Paulus, dass du allen Juden lehrst den Abfall von Mose. Und dass du sagst, sie sollen weder ihre Kinder beschneiden lassen, noch die alten Gebräuche einhalten. Was wirst du tun in dieser Sache, denn die werden sicher hören, dass du wieder da bist. Ja, ich... Du musst ihnen beweisen, dass alles, was über dich gehört haben, stimmt nicht. Kommt ihnen zuvor. Mhm. Widerlege alle ihre falschen Berichte, bevor sie gegen dich handeln. Ja. Tu Folgendes. Ich habe die Idee. Wir haben hier vier Männer. Die haben ein Gelübde auf sich genommen, für einige Zeit keinen Wein zu trinken und ihr Haar nicht schneiden zu lassen. Ja, und ich glaube, die Zeit dieses Gelübdes, die ist jetzt vorbei. Mhm. Du kannst dich diesen Männern anschließen, kümmere dich um sie, bereite dich mit ihnen zusammen auf die abschließende gottesdienstliche Feier im Tempel vor und, ja doch, und übernimm auch die Kosten, wir haben ja ein bisschen Geld jetzt, übernimm die Kosten, die anfallen. Ich glaube, dann werden alle erkennen, dass die Berichte über dich nicht stimmen, dass die falsch sind und du sehr wohl nach dem Gesetz des Mose lebst. Wenn ihr das von mir erwartet, dann werde ich genau das tun.
Wo sind denn diese Männer? Wie führen dich zu ihnen? Ja, geh schnell voran. Geh schnell voran und bring die Männer zu uns. Jehuda, mein Freund, ist das möglich? Das, was du in Damaskus erlebt hast, hat mich nachdenklich gemacht. Und ich habe die Schrift noch mal studiert und wollte herausfinden, ob Jesus wirklich der angekündigte Messias ist. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, er ist es. Jehuda, du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das von dir zu hören. Kommt, lass uns in den Tempel gehen und uns der Reinigung unterziehen. Ja. Saulus! Saulus! Komm raus! Komm raus! Ich bin's, Shammah. Shammah, mein Freund. Warum brüllst du wie ein Löwe, der seine Beute zerreißen möchte? Ich dein Freund? Ich bin nicht befreundet mit Gotteslästerern und Verrätern. Ja, ich war ein Verräter. Ein Verräter am Herrn. Doch er hat sich mir in den Weg gestellt und mir gezeigt, dass ich nicht zur Gerechtigkeit durchs Gesetz komme, sondern ich bin auf der Suche nach Gerechtigkeit, die der Herr denen schenkt, die an ihn glauben. Schweig still! Hey, ich will kein einziges Wort mehr von euch hören. Volk Israel, hört mich an. Das ist der Mann, der Verräter. Nein, hört mich an. Ihr städtische Volk. Das ist der Mann, der gegen das Gesetz gehandelt hat. Das ist der Mann. Das ist der Verräter. Er hat Griechen in den heiligen Tempel geführt. Er hat gegen das Gesetz Mose gehandelt. Das, so ist es. Nein! Lasst ihn! Lasst ihn! Lasst ihn in Ruhe! Lasst ihn! Was soll das? Du kennst uns doch! Was kenn ich euch? So geschieht es jedem, der Nein! gegen das Gottesgesetz handelt. Jehuda, so hättet ihr früher genug. So hättet ihr früher auch gehandelt, wenn ihr gegen die Sünde ausgerichtet hättet und hättet sie austreiben wollen. Doch jetzt seid ihr die Abgefallenen. Jetzt sind sie vom Bösen befallen! Nein! Halt! Er ist ein römischer Bürger und entsteht der römischen Rechtsprechung. Lasst ab von ihm. Steh auf. Komm mit. Steh auf. Geh nur, Saulus. Verschwinde von hier. Geh nur. Die gerechte Strafe wird dich schon noch ereilen. So wird es jedem ergehen, der sich gegen Gottes Gesetz stellt. Ganz genau. Jeder!
Licht da oben. Halt bitte alle weg. Alle weg. Ganzer Chor. Ich muss da wieder hin. Hab Mut, Paulus. Dein Leben wirst du bald für Gott hingeben. Doch du hast den guten Kampf des Glaubens gekämpft und bist im Glauben treu geblieben. Dich erwartet der Siegeskranz der Gerechtigkeit.
vor Gott und vor Jesus Christus, der über die und die Toten Gericht halten wird, setz dich dafür ein, ob es denn vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, fordere ich dich auf, verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit, für Christus zu leiden. Ich sage dir das, weil mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich bin Gott treu geblieben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinen Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Gehört also jemand zu Jesus Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Als Botschafter von Jesus Christus fordere ich euch deshalb auf, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Jesus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir freigesprochen sind. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Die Wahrheit ist euer Gürtel. Und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach
und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Auch ich will das hier im Gefängnis tun. Paulus, deine Zeit ist gekommen. Hallo, lieber Schildermann. Ist das von Paulus? Ich weiß, das ist hier bestimmt sehr, sehr wertvoll, aber magst du es mir geben? Bitte? Dankeschön. Dankeschön. Man fasst es nicht. Applaus für den Schildermann. Einen wunderschönen guten Abend. Euch allen. Wisst ihr, was hier gerade am Ende passiert ist? Paulus endete dort, wo er eigentlich am Anfang seines Weges die Christen hinbrachte. Er war derjenige, der verfolgte und ins Gefängnis schmied. Und am Ende seines Lebens, war er derjenige, der für Jesus im Gefängnis landete. Und während er so da im Gefängnis war, dann muss er zurückgeschaut haben auf sein Leben. Und wir haben einige Stationen seines Lebens gesehen, Ausschnitte. Und es gab schöne Zeiten, wo alles glatt lief und gut war. Es gab Zeiten, wo es schwierig war. Aber durch die ganze Zeit hindurch hat er an den geglaubt und an dem festgehalten, der ihm gezeigt hat, wie sehr er geliebt wird von Jesus. Und er hat, obwohl er, das müsst ihr euch mal vorstellen, buchstäblich hinter Gittern war, hat er in dieser Situation nicht aufgegeben. Paulus hat so sehr Jesus geliebt, weil er gespürt hat, wie sehr er von Jesus geliebt wird,
sodass er am Ende gesagt hat, trotz allem bin ich nicht entmutigt. Trotz allem gehe ich voran mit Jesus. Denn Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Gewissheit, dass Jesus der Sieger ist. Das Wort Gottes. Den Glauben. Alles, was wir brauchen. Wenn ich so an mein Leben zurückdenke, und es ist jetzt noch nicht so lang, dann sehe ich auch Stationen, wo es gute Zeiten gab und nicht so gute Zeiten. Aber ein Ereignis in meinem Leben hat mich besonders geprägt, und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, Jesus liebt mich nicht. Es war zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich gezweifelt habe, liebt mich Jesus wirklich? Und das lag daran, weil ich ein Anliegen hatte, das ich Jesus immer wieder vorgebracht habe, ihn gebeten habe, mit ganzem Herzen, dass er in mir verändert, dass er eine Veränderung in mir bewirkt. Und ich war so weit, dass ich mir gedacht habe, wenn da nichts passiert oder nicht so schnell, wie ich mir das wünsche, wenn dieses Gebet nicht erfüllt wird, dann kann das doch nur eine logische Konsequenz haben. Wenn Gott alles kann und er erfüllt mein Gebet nicht, dann bedeutet das doch, dass er mich nicht liebt. Ich habe wirklich mit Gott gerungen. Es war eine Sache, die mir wirklich sehr wichtig war. Aber dann wurde mir eine Sache bewusst. Nämlich die Tatsache, dass Jesu Liebe zu mir eigentlich gar nicht zur Diskussion steht. Überhaupt nicht anzuzweifeln ist. Denn es gab einen Moment im Leben von Jesu, wo er selber ganz am Ende war. Wo er selber völlig fertig war. Wo er nicht mehr weiter konnte. Und das war im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung. An dem Zeitpunkt, kurz davor, als er all die Schuld von der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und die Sache mit der Schuldbegleichung, das war nicht so, dass er einfach seine Kreditkarte zückte und sie auf den Tisch legte und sagte so, bitte einmal die Sünden bezahlen für die ganze Menschheit. So hat das nicht funktioniert. Seid so lieb. Sei mal ein bisschen leise. Er hat die Kreditkarte nicht auf den Tisch gelegt und gesagt, bitte einmal alle Sünden bezahlen dieser Welt, sondern die einzige Möglichkeit, die Schuld zu bezahlen, die ich angestellt habe, die Verletzungen wieder gut zu machen, die ich verursacht habe, waren, indem er die Konsequenzen selber litt. Indem er selber die Strafe auf sich trug, die eigentlich ich verdient hätte. Es war keine leichte Sache. Und die Sache war so groß, so stark, so unheimlich für ihn, dass er, der immer alle getröstet hat, er, der jedem ein gutes Wort zusprach, er, der 3 Optimismusabzeichen an dem Ärmel tragen würde, dass er in diesem Moment selber gesagt hat, ich kann nicht mehr. Gott, Vater, Papa, wenn es irgendwie möglich ist, mach, dass das nicht passiert, was vor mir steht. Lass das an mir vorbeigehen. Stellen wir uns das mal vor, dass Jesus selbst weiche Knie bekommt von dem, was vor ihm steht. Und er sagt trotzdem, ich mache es. Ich mache es, weil ich dich liebe. Ich kann mir den Himmel nicht vorstellen ohne dich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas gegeben hätte, was ich hätte tun können und es nicht tat. Auch wenn es mich alles kostet. Auch wenn ich jetzt leide wie sonst kein anderer Mensch. Ich tue es, weil ich dich liebe. Jesu Liebe zu uns wurde bewiesen in dem, was er tat am Kreuz. Und das ist das, was Paulus im Zentrum seiner Briefe schreibt. Dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat. Er sagt an einer anderen Stelle, ich will nichts anderes predigen, außer Jesus und ihn als Gekreuzigten. Weil Gott den Menschen so sehr liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was nimmst du mit aus dieser Stäbe eigentlich, wenn du zurückschaust? Eine Woche. Sonnenschein, viel Spaß, 150 Mückenstiche am rechten Bein. Ich wünsche uns eins. Ich wünsche uns eine Sache, dass wir sie mitnehmen. Von dem ganzen Abendveranstaltung. Mein Wunsch ist, dass wir eine Sache mitnehmen. Jesus liebt dich. Und Jesus möchte mit dir Schritt für Schritt mutig vorangehen. Egal, was bei dir zurzeit im Leben ansteht. Jesus liebt dich und möchte mit dir vorangehen. Egal, ob du jetzt hier auf dem Lager warst, wo 600 Leute waren und du dich trotzdem irgendwie allein gefühlt hast, Jesus liebt dich und will mit dir Schritt für Schritt vorangehen. Egal, ob du hierher gekommen bist mit gewissen Wünschen, die sich jetzt nicht erfüllt haben, Jesus möchte mit dir Schritt für Schritt vorangehen. Egal, ob du das Gefühl hast, du willst gar nicht wieder zurück nach Hause, weil dort etwas auf dich wartet, was du am liebsten vermeiden möchtest. Jesus liebt dich und möchte mit dir Schritt für Schritt vorangehen. Egal, ob du nicht weißt, was im nächsten Schuljahr ist. Egal, ob du innerliche Veränderung wünschst. Ob du ein Gebetsanliegen hast, auf das du noch wartest, dass es in Erfüllung gibt. Ich möchte, dass du eine Sache mitnimmst. Jesus liebt dich. Und möchte mit dir Schritt für Schritt vorangehen. Paulus hat sein Leben dafür eingesetzt. Er hat Karriere und Ruhm und den Hohen Rat alles zurückgelassen. Hatte alles für unwichtig geachtet. Weil er diese Botschaft weitergeben wollte. Dass Jesus dich liebt. Und er mit dir Schritt für Schritt vorangehen möchte. Er war Zeuge dessen. Er war Zeuge bis zum Ende. Ich weiß, hier in diesem Raum sitzen auch Zeugen, so wie Paulus. Zeugen, die sagen, was er geschrieben hat, das habe ich erlebt. Jesus liebt mich. Jesus ist für mich gestorben. Jesus kann mich zu einer neuen Kreatur machen. Er kann mein Leben verändern und mich auf die richtige Bahn bringen. Mir helfen, im Alltag nach seinem Willen zu leben. Zeugen, die sagen, ja, es lohnt sich, mit Jesus zu leben und mit ihm Schritt für Schritt zu gehen. Und Menschen, die das bezeugt haben, ganz öffentlich mit der Taufe. Und ich richte mich jetzt an euch. Ich habe nämlich eine Bitte. Die ihr mit eurem Leben bezeugt habt und mit der Taufe gesagt habt, ja, ich will mit Jesus Schritt für Schritt gehen. Euch bitte ich jetzt mal aufzustehen. Diejenigen, die mit ihrer Taufe bezeugt haben, ja, ich liebe Jesus, er liebt mich. Steht bitte auf. Schaut euch um.
Schaut mal nach hinten. Versucht mal ganz leise zu sein und schaut einfach mal. All diese Personen, die jetzt stehen, sagen und können bezeugen, jeder von denen kann eine Geschichte erzählen und sagen, wie Jesus ihr Leben berührt hat. Aber es gibt einige, die jetzt noch sitzen. Einige, die vielleicht gerade jetzt sich die Frage stellen, wie das mit ihrem Leben weitergeht. Und ob sie auch Ja sagen können und wollen zu Jesus. An euch richte ich mich jetzt. Wenn ihr sagt, ja, ich nehme aus dieser Stäbe mit, dass ich mit Jesus Schritt für Schritt mutig vorangehen will, weil er mich geliebt hat, weil er mit mir ist, egal ob ich mich alleine fühle oder nicht, ich will mit Jesus vorangehen und den Durchblick haben für mein Leben, dann habe ich jetzt eine Bitte an dich. Spür in dich hinein und spüre, ob das nicht ein Moment ist, Ja zu sagen für Jesus. Ja zu sagen, genau wie die anderen, die jetzt stehen, zu sagen, ja, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Ja, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ja, ich möchte mich taufen lassen und bezeugen, Jesus ist Sieger und liebt mich. Wenn du das möchtest, dann bitte steh jetzt auf. Um es mit den Worten meines guten Bruders Franklin zu sagen, Amen. Ich möchte für euch beten. Und ich möchte diejenigen, die jetzt aufgestanden sind und sagen, ich möchte mein Leben Jesus ganz übergeben und den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte mich auch taufen lassen. Bitte sprecht eure Prediger an in den Gruppen. Sprecht eure Gruppenleiter an. Oder kommt zu mir und betet gemeinsam und plant konkret den nächsten Schritt. Lasst diese Gelegenheit jetzt nicht vorbeiziehen und nur Mückenstiche mit nach Hause nehmen. Sondern nehmt Jesus mit und die Entscheidung für ihn. Ich möchte für uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für jeden Einzelnen, der jetzt steht. Der sagt, ja, ich habe es erlebt, wie du mich liebst. Und ich möchte Schritt für Schritt weitergehen. Für denjenigen, der diese Entscheidung schon in der Vergangenheit getroffen hat und jetzt weitergehen möchte mit dir. Und für denjenigen, der jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Bitte lass diese Entscheidung in den Herzen fest werden. Lass nicht zu, dass diese Entscheidungen jetzt einfach verpuffen. Bitte begleite uns Schritt für Schritt. Ich möchte dir aus ganzem Herzen Danke sagen für diese Stäber, dass du uns geführt hast, geleitet hast, dass wir so tolles Wetter hatten, so eine super Anspiele für die Leute, die sich hier eingesetzt haben, für die Musik, für die Leiter, für die Gruppenleiter, die super starke Nerven hatten. Aber vor allen Dingen möchte ich dir Danke sagen, dass du uns liebst und für uns gestorben bist und dass du uns nie alleine lässt. Danke, dass du unser Freund und Bruder bist und dass wir mit dir Schritt für Schritt mutig vorangehen können, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.
mutig geh ich nun voran. Allein durch Gnade steh ich hier. Bin auf dem Weg, mein Herr, mit die dich verehrten, bracht dich um. Doch jetzt weiß ich, ich war dumm. Mit aller Macht verfolgt ich dich. Und die Wahrheit sah ich nicht. Ich dachte, ich kämpfe für dich. Ich wünsche mir, dass das Wahrheit wird, dass wir alle mutig nach Hause gehen, dass wir mutig vorangehen, optimistisch und dass wir die guten Seiten im Leben sehen, weil wir wissen, dass Jesus Christus an unserer Seite ist. Liebe Pfadis, wie schon gesagt, die Stäbe, die geht zu Ende und es gibt viel, noch ist sie nicht zu Ende. Noch ist sie nicht zu Ende. Aber es gibt sehr viel Danke zu sagen. Stimmt ihr mit mir überein? Es gibt so viel Danke zu sagen. Zum Beispiel
möchten wir uns alle gemeinsam mit einem ganz großen Applaus bedanken bei unserer sensationellen Band. Bitte, großen Applaus. Bei den Musikern, bei den Sängern, ob groß oder klein, ob vor oder hinter den Kulissen. Wir möchten uns bedanken bei dem weltweit besten Theaterteam überhaupt. Großen Applaus für unsere Darsteller. Und wenn ich jetzt die Namen aufzählen würde, dann würde das viel zu lang gehen. Aber es gibt Menschen, die auf der Bühne standen. Es gab noch ein ganz großes Team hinter der Bühne, hinter den Kulissen, die Kulissen gebaut haben, die das Drehbuch geschrieben haben, die geschaut haben, dass alles funktioniert. Ich bin richtig begeistert und richtig stolz über unser Theaterteam. Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses Technikteam haben, was auch hinter den Kulissen arbeitet. Großen Applaus. Wir bedanken uns bei all den freiwilligen Helfern, bei unserem FAH-Team, die geschwitzt haben, die gerackert haben, die schon überall hier sind, um alles vorzubereiten. Wir bedanken uns bei einem ganz besonderen Menschen, beim Benny, der für uns die Verkündigung gehalten hat und der so wertvolle und persönliche Sachen gesagt hat. Wir bedanken uns für das 3-Sterne-Essen, das wir genießen konnten auf dieser Stäber von unserer Stäberküche. Wir bedanken uns bei dem Wollen wir von Jesus Team, das für uns da war und uns so großartig unterstützt hat. Wir bedanken uns bei den wichtigsten Menschen überhaupt, denn ohne diese Menschen würde das überhaupt nicht funktionieren. Und es meint wirklich so, das sind unsere Gruppenleiter. Gruppenleiter! Genauso möchte ich mich bedanken bei einer Person, und das ist jetzt eine Person, da möchte ich den Namen mal nennen. Das ist eine Person, der mittlerweile dieses Abzeichen besitzt. Seht ihr dieses Abzeichen? Das ist das Masterabzeichen mit 5 Sternen. Meines Wissens ist die Person, bei der wir uns jetzt bedanken möchten, schon 26 Mal auf der Stäber gewesen und hat 26 Mal, da hinten steht er, Roland Galewski, 26 Mal Tausende von Kindern verarztet und geholfen. Roland, komm mal zu mir. Viele von euch haben ihn schon persönlich kennengelernt. Meistens hat man vielleicht ihn getroffen, wenn es einem nicht so gut ging, aber er hat dafür gesorgt, dass es einem hinterher wieder gut ging. Er ist unser Lagerarzt und aller Voraussicht nach wirst du das letzte Mal hier in deiner Funktion als unser Stäber-Doc bei uns sein. Und ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken für deinen Dienst, den du so selbstverständlich gemacht hast, der so einwandfrei funktioniert hat. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir immer einen Arzt da hatten, der so vielen Menschen so Gutes getan hat. Roland, vielen, 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 vielen Dank für deine Liebe. Wir haben auch eine Kleinigkeit für dich.
Nils hat es gerade zu ihm gesagt, ich sag's mal laut, er ist immer, immer herzlich willkommen. Er wird immer unser Ehrenpfadfinder sein. Seid ihr einverstanden damit? Und zu guter Letzt gebührt ein ganz, ganz großer Gott, Dank unserem großen Gott im Himmel, der uns gemacht hat, der uns geschaffen hat, der jeden Einzelnen von euch so gern hat. Der Benny hat uns gerade gesagt. Und deswegen wollen wir auch nochmal einen Dank aussprechen unserem Gott im Himmel. Und das in einem Gebet. Großer Gott im Himmel, danke, dass es uns so gut geht. Danke, dass es uns gibt. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns es uns ins Herz legst und schenkst, dass wir nie daran zweifeln, dass wir dir wichtig sind. Großer Gott, der Benny hat gerade so einen Aufruf gemacht und es standen so viele Menschen da, die sich haben taufen lassen und zum Ausdruck gebracht haben, das ist die beste Entscheidung, die sie je in ihrem Leben getroffen haben. Und dann standen einige noch dazu auf, die gesagt haben, ja, ich will diese Entscheidung auch treffen. Großer Gott, das sind Menschen, die ihr Leben dir anvertrauen, weil sie wissen, in deiner Hand ist unser Leben gut aufgehoben. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns so gern hast, dass du auf uns aufpasst und dass du unser liebender Vater bist. Amen. Amen. Ihr Lieben, eine Frage. Sollen wir das Lager gleich abschließen oder wollen wir noch ein paar Lieder singen? Abschließen? Abschließen, oder? Lieder! Ah, okay, Lieder. Wir haben nicht nur Danksagungen, wir haben auch... Na? Hat jemand einen Kaugummi? Nein. Also. Nein, wir haben auch Geburtstage. Geburtstage. Dass ihr das wieder vergessen habt. Wir haben ein heutiges Geburtstagskind unter uns. Außer Roman. Roman, verspreche ich euch, singen wir ganz zum Schluss. Ihr braucht es nicht die ganze Zeit zu brüllen. Aber jetzt erst einmal die Geburtstagskinder, die hier auf dem Lager gerade da sind. Wir haben den Bernhard da. Bernhard, wo bist du? Ich sehe nicht. Ihr steht da. Könnt ihr... Ah, da kommt er. Der Bernhard hat Geburtstag. Und ich finde, wir singen ihm jetzt erst einmal ein ordentliches Geburtstagsständchen. Happy Birthday to you. Zugesteckt worden. Ein Tobias Klein hat heute auch Geburtstag. Morgen? Ah, okay, dann sind wir schon bei den Geburtstagskindern für morgen. Ich habe nur den Zettel bekommen. Ich wusste jetzt nicht, ob heute oder morgen. Also morgen haben wir nämlich dann ganze 4 Geburtstagskinder. Wir haben einmal den Tobias, wir haben die Carolina, den Noah, die Melissa. Moment. Ich habe gesagt, zum Schluss singen wir für Roman. Wir haben jetzt erst einmal diese 4 Geburtstagskinder. Wir fangen mit dem Tobias an. Und ich lade euch ein, noch einmal so richtig schön zu singen. Ich will euch alle hören. Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tobias.
Happy Birthday.